Hallo, mein Name ist Maria Marizzi. Ich bin Lehrerin am Schulschiff, unterrichte Deutsch, Französisch und Deutsch als Zweitsprache. SAXMULTI und ich. Ich habe durch Zufall von einer Kollegin erfahren, dass es SAXMULTI gibt. Und da ich ein neugieriger Mensch bin, bin ich zu einem Finale gefahren, habe mir die Reden angehört und habe mir gedacht, das möchte ich auch mit meinen Schülern und Schülerinnen machen. Und ich habe dann im Jahr darauf teilgenommen und habe entdeckt, dass das wirklich ein Wettbewerb ist, wo alle Sprachen gleich behandelt werden, nicht nur die Schulsprachen, sondern man kann in jeder Sprache dieser Welt teilnehmen und das finde ich sehr toll. Und weiters beeindruckt mich, dass die Jugendlichen endlich einmal Wertschätzung bekommen für ihre Zweisprachigkeit. Oft ist es ja so, dass man sagt, die können nicht gut genug Deutsch und bei diesem Wettbewerb beweisen die Jugendlichen, dass sie in zwei Sprachen ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Und ich finde diese öffentliche Wertschätzung für die Jugendlichen sehr wichtig. Weiters gefällt mir sehr gut, dass hier die Jugendlichen das Mikrofon in der Hand haben und nicht immer die Erwachsenen, die über die Jugendlichen reden, sondern die Jugendlichen selber können sagen, was sie beschäftigt, was sie empört. Und ich bin jedes Jahr sehr inspiriert von diesen vielen tollen Reden. Nach SAXMULTI. Ich gehe mal davon aus, was es mit mir gemacht hat. SAXMULTI hat bei mir den Blick geschärft, dass ich eigentlich täglich vor einer mehrsprachigen Klasse stehe, hat mir den Blick geschärft, dass ich hier zweisprachige Jugendliche vor mir habe, die in zwei Sprachen leben und sich in diesen beiden Sprachen gut ausdrücken können. Es hat mir aber auch bewusst gemacht, dass bei SAXMULTI derzeit nur ein kleiner Teil teilnehmen kann, weil es doch vielen Jugendlichen an den so großen Sprachkenntnissen in der Sprache ihrer Eltern fehlt. Und mein Ziel ist es, dass möglichst alle Kinder in ihren Muttersprachen, ganz egal ob das Deutsch ist oder ob das irgendeine andere Sprache ist, optimal gefördert werden. Und da wünsche ich mir als Lehrerin, dass es in der Schule dafür Personal gibt und mehr Ressourcen gibt. Und ich denke mal, das ist ein persönlicher Gewinn für die Jugendlichen, denn Sprache ist ein wichtiger Teil der Identität, kann ich auch von mir sagen. Meine erste Sprache war Vorarlberger Dialekt und da schwingt dann das Herz mit, wenn ich diese Sprache spreche. Und es ist auch ein gesellschaftlicher Gewinn, wenn alle Jugendlichen ihre Muttersprachen gut beherrschen. Ich denke da zum Beispiel an das Personal der Polizei, an das Krankenhauspersonal und ich glaube, alle können gewinnen, wenn die Zweisprachigkeit gefördert wird. Was hat das bewirkt bei meinen Schülern und Schülerinnen? Die, die den Mut hatten, mitzumachen, haben enorm an Selbstbewusstsein gewonnen. Mir fällt dazu ein Beispiel ein. Wir hatten letzte Woche die Schulsprecherwahlen an der Schule und unsere Schulsprecherin ist eine ehemalige Gewinnerin von SAXMULTI und darauf sind wir natürlich sehr stolz. Was macht es noch mit den Jugendlichen? Eines der schönsten Komplimente für den Redewettbewerb SAXMULTI ist für mich, dass eine Schülerin gesagt hat, vorher mochte ich meine Muttersprache nicht, jetzt mag ich sie. Das heißt, die Jugendlichen kommen ihrer Muttersprache näher und man merkt, dass sie einfach weniger Distanz beim Reden haben, wenn sie diese Sprache sprechen und sie beginnen stolz darauf zu sein. Und stolz werden auch die Eltern. Da habe ich eine Mutter erlebt, die nach dem Auftritt ihrer Tochter gesagt hat, wow, ich bin ganz begeistert. Ich wusste nicht, dass meine Tochter diese Sprache so gut spricht. Wie gesagt, derzeit ist es noch das Verdienst der Eltern und der Jugendlichen selber, wenn sie die Sprachen sehr gut beherrschen. Ich glaube, alle Kinder sollen die Chance haben. Darum ist es wichtig, dass hier mehr Geld in die Hand genommen wird für die Förderung der Mehrsprachigkeit in Österreich zum Gewinn von uns allen. Die Erinnerung. Wir vom Schulschiff machen bereits seit 8 Jahren bei SAXMULTI mit und wenn ich an eine Erinnerung denke, dann ist es zunächst einmal ein Gefühl und zwar das Gefühl der Gänsehaut. Diese Gänsehaut habe ich immer, wenn meine Schüler und Schülerinnen aufs Podium gehen, ihre Reden halten. Ich kenne die Reden ja alle sehr, sehr gut und zittere von Absatz zu Absatz mit, fiebre mit. Und dieses Gefühl der Gänsehaut stellt sich dann ein, wenn ich merke, dass der Funken bei den Reden überspringt auf das Publikum, dass die Jugendlichen das, was sie zu sagen haben, auch wirklich umsetzen können und das Publikum bewegen und berühren können. Das betrifft natürlich nicht nur meine Schüler und Schülerinnen, sondern ich finde alle großartig, die den Mut haben, sich dorthin zu stellen und ihre Reden zu halten, ihre Gedanken, teilweise auch sehr private Gedanken mit uns zu teilen.
Und eine besonders große Gänsehaut ziehe ich auf, wenn ich die Jugendlichen höre, die seit kurzer Zeit in Österreich sind, weil sie aus ihren Ländern fliehen mussten und die dann in kürzester Zeit sehr, sehr gut Deutsch gelernt haben, so gut, dass sie sich auf die Bühne stellen können und ihre Meinungen, ihre Gedanken mit uns teilen können. Und wenn ich diese Jugendlichen höre, dann empört mich das, wenn ich weiß, dass einige von ihnen immer noch keinen Aufenthaltsstatus in Österreich haben. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche in Ruhe leben und lernen können. Und ich finde es sehr wichtig, dass die ein humanitäres Bleiberecht bekommen. Für mich als Lehrerin kann es nur heißen, Bildung, Ausbildung statt Abschiebung.